Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wer von euch kennt es nicht, und zwar das leidige Thema Nagelbeißer. Die Behandlung ist ein bisschen langwieriger und normalerweise arbeite ich nicht so im Studio, wie ihr es jetzt gleich sehen werdet. Normalerweise arbeite ich auch mit Acryl, verlängere die Nägel aber nur ganz minimal und züchte mir die Naturnägel auf eine schöne Länge und verstärke sie dann nur noch. Nagelbeißer sind lange Nägel nicht gewohnt, daher solltet ihr auch nicht so lange arbeiten. Aber das habe ich jetzt bei einer amerikanischen YouTuberin gesehen und fand es so interessant. Sie heißt Nayuk oder so, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich fand es sehr interessant und wollte es mal versuchen und ist auf jeden Fall eine ganz interessante Variante und ich versuche es mal so gut es geht nachzumachen. Das Originalvideo verlinke ich euch mal, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Ich habe die Nägel hier jetzt schon komplett vorbereitet, sehr sorgfältig gearbeitet, einen Dehydrator aufgetragen und einen Primer zur besseren Haftung. Ich habe keine Schablone angebracht, wie ihr seht. Ich beginne jetzt direkt damit, dass ich sozusagen das Nagelbett verlängere. Dabei müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht zu nass arbeitet. Also ich lege das Bällchen ab und warte jetzt erstmal noch ein bisschen. Das ist eine Variante, die man nehmen kann, wenn man zum Beispiel gar keine Schablone mehr anbringen kann, weil da einfach gar kein Nagel mehr ist. Also hier wird es jetzt noch gehen, aber normalerweise könnte man das dann so machen. Einfach darauf achten, dass man nicht zu nass arbeitet. Ich verteile das Powder jetzt schon auf dem Nagel und ziehe mir die Smileline sozusagen schon ein bisschen. Und hier könnt ihr sehen, was passiert, wenn man zu nass arbeitet. Und zwar geht dann vorne das Nagelbett so ein bisschen nach unten, also die Smileline. Ich schiebe sie mir jetzt wieder so ein bisschen hoch und forme sozusagen vor, damit ich die Schablone gleich einfach darunter ansetzen kann und dann normal weiterarbeiten kann. Dann setze ich jetzt einmal die Schablone wie gewohnt. Also ich habe jetzt quasi mit dem Nagelbett ein freies Nagelende geschaffen, worunter ich die Schablone befestigen kann. Und ab jetzt arbeite ich im Prinzip ganz normal weiter. Hier habe ich mir ein blaues Farbpowder ausgesucht und modelliere jetzt ganz normal. Also ich docke jetzt an die Smileline an. Mit dem Farbpowder solltet ihr möglichst dünn arbeiten, weil das meistens sehr schnell aushärtet und es wäre auch einfach Verschwendung, zu viel davon zu verbrauchen. Also fülle ich jetzt den restlichen Nagel mit Clearpowder auf. Bevor der Nagel komplett ausgehärtet ist, pinche ich den Nagel zuerst mit der Zange, einmal vorne ein bisschen zusammendrücken, dann könnt ihr die Schablone auch entfernen und danach werde ich nochmal mit einer Pinchklemme den Nagel fixieren, bis er komplett ausgehärtet ist.
Und dann file ich die Nägel ganz normal in Form, wie ich sonst auch mache, und bei Nagelbeißern solltet ihr die Nägel einfach etwas kürzer halten. Wer mag, kann noch ein bisschen Nailart verwenden, Malerei, Sticker, was auch immer, Stamping. Und dann werden die Nägel versiegelt. Dafür nehme ich wieder den Unisealer, trage ihn satt auf und lasse das Ganze normal aushärten. Und dann sind die Nägel auch schon fertig. Und hier einmal das Endergebnis. An den Ringfingern habe ich eine grüne Farbe genommen und man sieht einfach einen extremen Unterschied zwischen den Nägeln und ich finde das Ergebnis auf jeden Fall sehr schön. Jedoch würde ich euch raten, bei Nagelbeißern trotzdem kürzer zu arbeiten. Aber ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!